Hier meine Umfrage. Ne? Und zwar ging es ja zum ersten hier irgendwie wie es halt allgemein halt so aussieht mit dem Kanal, wie weit sind die Leute zufrieden und sowas. Und ja, überwiegend sind die Leute wirklich zufrieden. Das freut mich doch schon ziemlich sehr. Weil das heißt, dass ich eigentlich mehr oder weniger alles richtig mache, was halt wiederum halt auch schon fast logisch ist. Es gibt halt einige wenige, die dann wiederum meinen, ja, bisschen mehr was hiervon, bisschen mehr was davon, weißt du, keine Ahnung, mehr Horror-Games, mehr WoW, mehr hiervon, mehr davon, weißt du, mehr Minecraft. Ne, das Übliche. Das, was ich eigentlich auch schon erwartet habe, aber halt wirklich weit über 70% sagen halt einfach, ja, ich bin sehr zufrieden. Ne, es gibt einige, die haben das halt bewertet nach Punktsystem, so das klassische 10-Punkte-System. Ne, ein Punkt ist schlecht, 10 Punkte ist sehr gut. Da gibt es halt Leute, die haben gesagt, ja, es gibt Kleinigkeiten, die stören mich hier und dort. Ne, deswegen gebe ich nur 9,5 Punkte. Schade an so einer Stelle, dass halt nicht gesagt wird, was genau stört. Ne, ich meine, du hast halt immer wieder so, halt so ein großes Textfeld, wo du halt möglichst viel schreiben kannst und sowas. Und dann wird es halt nicht vernünftig genutzt. Das war halt leider etwas, das war schade an vielen Stellen. Wobei ich natürlich halt auch die Leute verstehen kann, dass halt, wenn sie etwas ausfüllen, dann halt nicht so die Lust haben, immer alles hundertprozentig halt irgendwie auszuschreiben, weil es ja dann doch irgendwie ein Zeitaufwand. Ne? Einige haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Nur halt, mich persönlich interessiert halt dann auch immer, was genau stört da halt die Leute. Ne, einfach weil, da kann man halt das dann wiederum bearbeiten und halt irgendwie was machen. Ne, manch andere haben halt 8 von 10 Punkten gegeben mit der Begründung, ja, nicht alles interessiert mich hier auf dem Kanal. Ne, wo ich dann halt mir denke, ja, ist okay. Ne, es kann nicht jedem alles gefallen, worauf wir halt später auch nochmal kommen. Und ja, das entspricht eigentlich auch so ziemlich dem, was ich erwartet habe, dass halt einfach nicht jedem alles gefällt, weil ist so. Ne? Zwischendurch gab es auch mal so die eine oder andere Antwort, ja, etwas abseits der Let's Plays täte mir gefallen, wo halt auch wieder nicht stand, was, ne, was willst du sehen? Teilweise stand da sowas von wegen, ja, ich hätte gerne mehr Abwechslung. Wo ich dann halt mir ganz ehrlich so ein bisschen frage, was willst du denn noch mehr an Abwechslung? Ja. Wo ich mir halt wirklich denke, ich mache schon echt extrem viel. Besonders verglichen mit vielen, vielen anderen Let's Playern, wo eigentlich wirklich eine vernünftige Abwechslung vorhanden ist. Aber es sind halt so die kleinen Stimmen, weißt du, wo die anderen halt immer sagen, ja, es ist sehr viel Abwechslung, alles top. Weißt du, aber halt so einer dazwischen, dem es einfach nicht Abwechslung genug ist. Ne? Das ist halt, dann so eine Sache. Einer hat auch tatsächlich geschrieben, die Hackfressen-Cam. Ne? Da hat einfach irgendwem gefällt einfach mein Gesicht nicht. Ne? So in den Livestreams und sowas. Das ging tatsächlich von der einen Person aus über die ganze Umfrage hinweg. Ja, Hackfressen-Cam ist scheiße. Hackfressen-Cam ist langweilig. War am Anfang lustig, ja, aber ne, bitte weniger Hackfressen-Cam. Ne, sowas gab es halt tatsächlich von einer Person. Ich weiß nicht, ob das ein Troll war oder ob das tatsächlich gemeint ist. Ist mir auch egal. Es war halt tatsächlich nur eine Person. Ne, und nur weil eine Person halt irgendwas hat, muss ich da jetzt nicht unbedingt hinterher springen. Ne? Ist halt so. Und ja, von daher, irgendwem gefällt halt meine Visage nicht, das ist vollkommen okay. Mir gefällt sie auch nicht, aber deswegen gehe ich jetzt nicht gleich zu Schönheits-OP. Ne? Und passiert. Ist auch okay. Das war das. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Gibt es etwas, was dir grundsätzlich auf meinem Kanal fehlt? Die meisten nö. Bisschen mehr StarCraft, bisschen mehr Horror Games, bisschen mehr WoW. Ne? Dann habe ich da so eine Antwort gefunden, wo halt stand, schade, dass du mit WoW aufgehört hast, oder
ja, mir fehlen halt WoW-Videos. Ne? Hast ja schon ewig kein WoW mehr gemacht. Wo ich mir denke, so Leute, schaut ihr wirklich mal auf den Kanal? Es kommt WoW jeden Dienstag, jeden Freitag, jeden Sonntag, immer um 20 Uhr. Da frage ich mich halt manchmal, wobei, das ist halt sowas, das habe ich schon häufiger mal bekommen, wo halt, wo ich mich frage, warum, was macht YouTube da, dass halt manche Leute einfach die WoW-Videos nicht erhalten oder nicht sehen. Das weiß ich nicht. Weißt du, wo wir halt wirklich keine Pause gemacht haben, wo es wirklich kontinuierlich immer und immer wieder World of Warcraft-Videos gibt. Das ist so ein bisschen, wo ich mich frage, so, really? Really, really? Ne? Aber dafür können halt die Personen nichts für, wenn sie halt die Videos nicht sehen. Was halt dann wiederum bedingt auch nur der Fall ist. Ne? Immerhin kann man in den Sendeplan gucken und eigentlich kann man sich auf den Sendeplan verlassen, dass halt alles, was im Sendeplan steht, halt auch erscheint. Ist so. Na, also wenn irgendwas aus dem Sendeplan gestrichen ist, dann ist es halt wirklich nicht da. Aber der Sendeplan wird nach wie vor halt einigermaßen, wie sagt man, gewissenhaft geführt. Ja, also ich sitze da fast täglich dran und gucke, ist das alles noch so, wie es ist. Hin und wieder passiert es halt, dass irgendein Projekt halt neu anfängt und ich das vergesse halt in den Kalender, in den Sendeplan mit einzutragen. Aber im Grundsatz ist alles, was im Sendeplan vorhanden ist, kommt auch tatsächlich. Ja, und gut, viele, die halt WoW gucken, gucken nicht unbedingt Minecraft, von daher kriegen sie das jetzt an dieser Stelle nicht mit. Ich hoffe aber, dass sich halt einige wenige halt dennoch dies jetzt hier angucken, weil es geht ja nicht um Minecraft an sich, sondern es geht ja vielmehr um die Umfrage. Ne? Und jetzt, wo wir halt einmal das Inventar leer haben, geht das natürlich jetzt auch eine ganze Ecke zügiger. Und ja, das so viel dazu. Wir werden uns hier auch gleich mal ein paar Kisten bauen, damit wir Sand auch wirklich noch weiterhin lagern können, weil das Inventar ist ja dann doch ein bisschen schnell voll. Das ist dann noch irgendwas. Das, was fehlt, kommt ja noch spielemäßig, ansonsten fehlt nichts. Okay. Mehr Strategiespiele. Mir fehlt am Kanal manchmal... ja, da steht es schon wieder, ne? Mir fehlt am Kanal, dass Mammut manche seiner Projekte weiterführt. In Klammern WoW. Ja. Ist doch vorhanden. Was wollt ihr denn noch? Wenn Leute wirklich so ein bisschen so, weiß nicht, es einfach nicht mitkriegen, du, da kann ich halt auch nichts dafür. Ne? Aber nun gut. Ist halt so. Kannst halt nichts machen, ist halt so. Teilweise gibt es halt Fragen oder halt Wünsche, mehr Indie-Games, mehr Facecam, wo ich mir denke, nein, nicht mehr Facecam, mehr Kekse. Minecraft Feed the Beast. Also ein Krams, ne? Was würdest du dir anders wünschen? Da gucke ich hier auch nochmal eben groß drüber. Livestream zu spielen, die nicht täglich als LP kommen. Ja, machen wir doch. Das ist sowas, wo ich mir denke, so, was willst du denn noch? Ne, ich meine, Star Wars Knights of the Old Republic kam jetzt nicht täglich als Let's Play. Bloodborne kam jetzt nicht täglich als Let's Play. Wenn wir irgendwelche Indie-Spiele anspielen, kommt jetzt nicht täglich als Let's Play. Oder sonstiges. Ne? Na gut, jetzt derzeit im Livestream Life is Strange kommt halt irgendwann halt als Let's Play, aber das ist halt ein Live-Let's Play, das ich da aufnehme. Da ist ja dann auch nochmal so eine andere Geschichte. Viele wollten halt auch, also nicht viele, einige wenige, würden halt gerne andere Formate haben, abseits der Let's Plays, das habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, aber da steht halt jetzt auch nicht was. Ne? Einer hat geschrieben, für Prank-Videos, mach mal Prank-Videos. Wo ich mir denke so, nein. Nein. Also nein.
Das ist wie irgendwelche Möchtegern-Challenges. Gibt's hier nicht. Wird's hier nicht geben, gibt es nicht. Wenn du sowas auf der Suche bist, dann ganz ehrlich, deabonnieren. Ist so. Hier gibt's keine Prank-Videos. Ich bin ein Gamer. Kein Pranker. So ein billiges Niveau lasse ich mir nicht herab, sorry, aber ist halt meine Meinung. Ne? Mehr Final Fantasy Videos. Ja, kommt noch. Neue Art von Spiel, zum Beispiel League of Legends. League of Legends haben wir schon gemacht. Ne? Oder, was steht da noch? Wie wär's mal mit Diablo 2, Diablo 3? Wo ich mir denke, Alter, das kam schon. Generell sind da halt mehrere Spiele auch weiterhin aufgeführt, halt, keine Ahnung. Ich hatte ja noch eine Frage gestellt hier von wegen, sag schon. Was würdest du dir als Let's Play wünschen? Ja, und da kam halt auch so ganz viele Spielewünsche zu spielen, wo ich schon längst ein Let's Play zu gemacht habe. Und da ist mir dann tatsächlich so ein bisschen so die Idee gekommen, ich brauche halt wirklich so für Zuschauer so eine kleine Übersicht über Let's Plays, die bereits gemacht sind. Ne? Da ist halt so die Frage, mache ich das in bildlicher Form, in schriftlicher Form, nach Alphabet sortiert, nach Genre sortiert oder alles? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist etwas, woran ich halt derzeit noch so ein bisschen mal arbeiten bin, was halt viel Zeit kostet. Ja, das war sowieso so ein kleiner Plan für irgendwann mal. Es gibt ja immer noch auf der Blogseite, habe ich da einen Tab für Let's Plays. Da ist das tatsächlich seit Urzeiten schon geplant, dass ich dort tatsächlich so eine Übersicht habe über Spiele, die ich bereits gemacht habe. Ne, für alle, die halt irgendwie auf der Suche sind nach irgendeinem Spiel oder sowas. Vielleicht verlinke ich das wiederum halt auch in der Videobeschreibung oder später oder halt auf dem Sendeplan und. Ne, das ist tatsächlich etwas, das steht schon lange in der Planung. Ich muss mich da halt tatsächlich mal ransetzen. Und das dann halt auch in die Tat umsetzen. Das ist halt alles sehr, sehr zeitaufwendig und vor allem halt, wenn man es möglichst gut gestalten will, ist das halt auch nochmal so eine Sache. Ne? Ich kann natürlich halt einfach eine Auflistung machen, die halt nach Alphabet sortieren. Es gibt halt Leute, die wollen es nach Genre sortiert haben, wenn sie halt, keine Ahnung, nur nach Horrorspielen suchen, das halt das kategoriert ist nach Genre oder sowas. Wobei, das ist halt dann auch wieder ein bisschen kompliziert, weil es gibt natürlich Spiele, die sind halt ein bisschen genreübergreifend, ne, sind halt RPG und Action oder sind Horror und Action und keine Ahnung, weißt du, sowas. Ist natürlich machbar, keine Frage. Ne, wobei, es gibt dann halt auch diejenigen, die dann wieder sagen, ja, Spiel Y ist doch gar kein Horror. Ne, aber halt so im Großen und Ganzen würde man das halt dennoch halt unter Horror kategorisieren und so weiter und so fort. Wie beispielsweise 4. 4 würde ich nicht als Horrorspiel kategorisieren, dennoch ist es halt irgendwo mit ein Horrorspiel. Ne, und also ein Spaß. Aber das ist halt viel Arbeit, die dahinter steckt für mich persönlich. Besonders, weil ich halt immer noch nicht weiß, inwieweit will ich das halt vernünftig halt tatsächlich haben. Mache ich das einfach über eine Excel-Tabelle, mache ich das über tatsächlich über eine Datenbank oder sowas. Dann will ich das halt auch noch verlinken mit den ganzen Playlists und sowas. Das ist halt ein bisschen Arbeit, um die ich mich tatsächlich noch nicht gekümmert habe, was aber halt noch lange auf meiner To-Do-List steht. Ja, und was halt in Arbeit ist, was ich hoffe, was ich halt möglichst zeitnah halt auch umsetzen kann. Und wenn man da halt irgendwelche Vorschläge hat, wie man das halt vernünftig machen kann, dann bitteschön. Ne, und ja, gucken wir mal. Also es ist auf jeden Fall eins von den Dingen, die mir persönlich halt auch wirklich sehr am Herzen liegen, wo ich mir halt denke, so, ich glaube, so lange braucht man das. Viele Leute fragen halt nach irgendwelchen Projekten, wo ich schon längst ein Let's Play zu gemacht habe. Oh, beispielsweise die Witcher-Reihe. Leute, ich habe schon The Witcher 1 und 2 Let's Played. 3 ist noch auf dem Sendeplan, falls ihr noch guckt, ne, auf kommt bald. Schiebe ich derzeit noch so ein bisschen vor mir her, weil ich halt das wiederum erst machen will, wenn ich halt den neueren PC habe und dann wiederum das auch in der schönsten Grafik halt spielen kann. Für euch, um dann halt das schönste Spielerlebnis halt bieten zu können. Ne? Aber, ja. Kommt noch. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt auch The Witcher 3. The Witcher 1 und 2 haben wir schon.
für alle, es war mehrfach. Die Witcher-Reihe, die Witcher-Reihe. Ne? 1 und 2 haben wir schon. 3 ist, ne, kommt noch. Kommt noch, Leute, kommt noch.